denn Prost. Prostata! Ja, Peace and Justice gesagt, Prostata und Pinktata. Hallo, seine Fotzi-Bärchens und meine Mitleidenden. Die ist die und der Gorminister mal auf einer kleinen Tour wieder. Wir fahren mal spontan eben schnell ins Comicland. Trinken danach ein bisschen Bier und veranstalten irgendeinen Humbug beim Gorminister. Wir schauen mal, ne? Aber erstmal geht's hier. Püppchen gucken. Ja! Guckt euch das an. Das ist ja Mai. Von der Saufe in Regen, weißt du, toll. Hier ist ja nix. Oh, jetzt kann man auch noch Nebel des Grauens hier, ey. Alter. Mach auch die Lichter da. Ich krieg hier schon wieder Panik, ey. Hier ist nix. Ach du Kacke, ey. Das ist ja was für mich, weißt du, der bewusst seit 20 Jahren kein Auto mehr fährt, ey. Ah, wir kommen auf Dagobah. Original, ey. Ah, es klärt auf. Hier, noch ein paar Graffitis im Hintergrund. So, haben wir das auch schon mal abgehakt für heute. So, wir sind jetzt fast da. Es ist auch wieder nicht mehr am Regnen, am dran sein. Naja, doch. Also langsam, ich weiß auch nicht, ich krieg so langsam auch Durst. Obwohl es mir eigentlich noch sehr, sehr schlecht geht. Was haben wir denn heute? Dienstag. Dienstag. Spaß. Trink am Dienstag zum Beispiel. Ja, Samstag das letzte getrunken. Aber das hat eigentlich auch für lange gereicht. Und dieser Apple Boy, den hätte ich nicht trinken sollen. Ich habe bis gestern Sodbrennen gehabt. Ey. Also da habe ich was von gehabt. Sonst habe ich sowas ja eigentlich selten halt und so. Ne? Aber das war... Ja, gut, ja. Der hat auf einmal auch geknallt mit seinen 4,4% oder was das nur ja, hatte. Ja, war ne? Ja nix. Ja, ja, aber das ging auch runter, ne, wie Apfelsaft. Und naja, so, Hübchen, ich kann sie schon fast greifen. I love toys. So, mittendrin und schon wieder geiles Zeug gefunden. Und ich glaube, irgendwas davon nehme ich mit. Guckt mal hier. Oder die hier. Das hilft finde ich auch geil mit dem. Oh, dann haben wir hier noch. Aber ich guck mal, hier ist noch eine Zeitmaschine-Reihe, ne? Ich könnte hier schon. Oh, guck mal, das Mandalorian-Symbol. Vielleicht kaufe ich mir das eigentlich. Das kostet 35 Euro. Auch geil. Ja, ich brauche ja den Ständer für die Slave eigentlich, ne? Also den würde ich mir ja auch gerne picken, ne? Das ist schon geil, aber ich muss hier nochmal gucken. Ja, und so ein paar Carbonize sind halt am Start, ne? Einmal den Mandalor und ein Boba. Ein Boba wäre natürlich geil, Alter. Guckt euch die mal an, ey. Also. Geil. Für 39, ey. Ja. Stolzer Preis, ne? Und dann hätten wir hier noch einen Boba. Und oh, Bo-Katan, Alter. Oh. Ja, 45. Auch stolzer Preis. Der ist geil. Den Arme. Der Armor ist auch geil. Ey Leute, was ich ja hier gerade noch sehe, das ist ja viel geiler. Guck mal, die sind voll versteckt hier hinter diesen beiden Kisten. Schaut mal hier. Ich wollte euch gerade noch zeigen, diese Minis, die finde ich auch echt knuffig, ne? Die sind auch geil. Ich, 22, was kosten die denn? 17? Die sind ja süß. Hinter. Der Power of the Force noch. Sind die denn aufgetaucht hier? Stormy auf Karte? Was haben wir noch? Noch ein Stormy. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Padma Amidala nur noch. Noch ein Stormy. Also wer sich jetzt eine Stormy Army bauen will, von den alten Power of the Force, da sind noch einige von am Start. Geil. Aber die Bandams. Ja, ist ja viel geiler. Guck mal hier. Yes, Alter, da kaufe ich mal. Da hole ich mir auf jeden Fall einen von. Da habe ich ja Bock drauf. Sind die neu aufgelegt dann, oder was ist das? Ne, das sind alte. Keine Lea, schade. Das ist geil. Boah, 22, jetzt habt ihr aber stolze Preise hier, du. Ja,
Platus die hier haben. Noch einen. Pack den noch hier drin. Zack. Shoot Imwe. Honno Naka, ja, habe ich jetzt schon ausgepackt. Das sind alles Shoot Imwe. Also ich will Merman, oder? Willst du Merman nehmen? Ja. Ich weiß noch nicht, wir würfeln nachher aus. Ach so, du willst ja einen holen jetzt, oder was? Ja, ja, klar. Ach so. Aber ich brauche ja mal zwei. Es müssen ja mal zwei. Ja, ja, klar. Auspacken, ne? Ja, aber der Merman dann schon, oder? Dann den Merman. So, ich muss hier nochmal gucken. Oh, hier haben sie den Lando. Jetzt habe ich den anderen, muss ich an Dorsfeld laufen. Ach so, hier habe ich ja gerade schon geguckt. Oh, hier. Oh, und Luke nochmal als Stormy. Für einen Swanny. Ey, ich glaube, hole ich mir jetzt noch einen, weil dann kann ich einen auspacken, endlich, ey. Ich glaube, das mache ich. Geil. Dann kann ich endlich den Luke Stormy auspacken halt. Achso, ich muss die Gesichter gleich nochmal vergleichen. Luke Jedi-Knight. Ich will auch was Günstiges. Oh, das ist ein Shadow Trooper, Alter. Scheiße. Oh, und guck mal hier und die schöne Leia. Geil. Der ist cool. 10er. Das ist edel, Alter. Für 25 hätte ich nämlich nicht gut auf. Für 10er. Ja, geil. Ach, den Mandalorian habe ich ja ausgepackt. Naja, könnte ich mir jetzt noch einen Zun holen, ey. Was haben wir denn hier? Hahn, Hahn, Hahn. Junger Hahn, junger Hahn. Was war hier noch? Oh, Shadow Trooper, Alter. Fick die Wand an, ey. Oh, der ist aber ein bisschen eingeklemmt hier, die Karte. Komm, da gucke ich mal, welche besser aussieht. Wie viel hat er denn da? 3 Stück, ne? Ach, keiner anpanscht. So. Boah, der wäre schon. Ja gut, das war. Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden, ne? Das ist doch fatal. Ich muss morgen noch Figuren abholen und. Ja, dann kann ich diesen Monat auch nicht den R2-Kassettenrekorder holen. Oh, jetzt noch ein Kadeu. Oh, 2 Mandalors. Ja. Wo ist überhaupt mein Korb geblieben? Ach, da hinten. Stimmt, ich muss das meinen Korb jetzt tun. So sieht das dann aus, ne? Wenn man hier Sonderangebot hat, weil ich kaufe auch niemandem was weg. Ne? Es ist immer so, ich brauche einen zum Auspacken und einen zum für in die Ecke stellen. So. Ich spiele ja da auch mit. Ey, guck mal, wie schnell, weißt du, da lässt er dir 2 Minuten aus den Augen, zack, ist der Korb voll. Und ich erfreue mich hier an so 2-3 Püppchen, weißt du, super. Kerl, aber vielleicht schlage ich gleich noch zu. I love toys. Ja, die sind fein. Ey, ich kann mich nicht entscheiden. Die Siths oder die Bounty Hunter? Ey, ich muss beide haben. Tja, das ist geil. Schön spät abends nochmal. Schön Püppchen shoppen gehen. Was ist das denn hier? Auch Angebote? Ich will auch Angebote. Eine schöne Horrorfigur oder so. Boah, guck mal, hier ist aber schön. Was haben wir denn hier noch so ein Modell? Ja, die stehen immer noch. Ach, guck mal, hier ist noch ein Kadeu. Mein Kadeu fliegt da noch rum. Ja gut, das ist alles so Marvel-Kack. Was hast du denn da? Ach, da sind auch wieder diese Monster. Ach ja, sonst denn, die sind auch super hier, die Dinger. Oh, die sind ja süß. Warum gibt es da keinen Stripe von? Was kostet der? 20 Euro? Was? Das ist aber ein bisschen happig. Also 20 Euro jetzt für so ein... Für einen Tenny hätte ich mich schon überreden lassen müssen, aber für einen 10er. Ey, warum gibt es den Stripe denn nicht, Alter? Geil. Geil. Der Sportalmanack. Tales from Space. Ist das auch? Alter, geil. Hier ist doch bestimmt der gelbe Anzug drin. Darth Vader. Pass auf, hier ist Darth Vader drin. Das sag ich doch. Geil. Ich bin Darth Vader. Ach so. Geil. Ah. Auch nicht schlecht. Oh nee. Ja, leider am Arsch. Boah, ja, vielleicht gehen sie da 20 Euro runter. Und Clock Tower. Also die Back to the Future Dinger, die sind ja super hier. Tja. Fett. Chucky, wo ist mein Dings hier? Was haben wir da? Turtles noch. Ach, hier sind so Dinger oder was? Na, was? The Count. Von was ist das? Mad Monster Party? Für 5 Euro? Ja, da sind die ganzen. Den Scheiß nehme ich mit. Günstigen hier, siehst du noch, das ist ein Alien. Oh, oh geil.
Ja, aber das ist komisch, ne? Was haben wir denn dann noch so? Gears of War. Aha. Und nochmal Gears. Ja, gut, das ist nix. Das ist nix. Oh, was haben wir hier noch? 15 Euro. Ja, aber. Aber der. Nee, muss ich auch nicht haben. Der Fembo. Den. Das ist ja. Ist das nicht eigentlich der rasende Falke? Der Fembo. Das ist doch das System vom Falken dann, oder? Auch das ärgert mich. Die hätte ich gerne gehabt. Ja, ist ja schade. Was haben wir denn hier noch? Das sind nur noch Orgos. Aber geil, ja, gut zu wissen, ey. Kann man sich ja mal. Was haben wir hier noch? Was ist das? Dune. Ach, Dune ist auch schon am Start hier. Oh. Oh. So, hier ist aber nichts mehr. Ne? Dieses große Package wäre schon geil, aber bei den Star Wars Dinger, weißt du, finde ich, weil das Repacks sind, die sind ja nicht so toll. Das ist echt ätzend. Der sieht ja fast aus wie ein Gremlin hier, guck mal. Das ist ja, ja klar. Von wer kennt ihn nicht? Ah, soll ich jetzt Thundercats holen? Nein, ne? Ich hab da keine. Zumindest den Hauptcharakter. Lion-O. Fünfer? Was? Wer ist denn der Hauptcharakter? Lion-O. Ach du Kacke, der sieht ja wild aus. Ey, ne? Gut, für 5 Euro kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ne? Zum Auspacken halt, ne? Ja, ja, klar. Der Creep hier, Alter, komm mal. Die, diese ewig sich hier, diese Nika. Diese Dorkwolle zusammen. Oh, so teuer, ey. Hier, Gremlins wieder. Hier ist die Olle wieder. Für 36 Euro. Leise. Die nicht so wirklich geile Sau, ne? Oh, ja. Das ist geil, ne? Gormin ist den ganzen Korb voll. Das möchte ich auch mal machen, aber ich habe nichts gefunden für günstig. Aber ich habe ja auch ein Tischchen, ne? Von daher alles super. So, wir fahren wieder. Und dann erstmal ein Bierchen trinken. Dafür ist auch gesorgt, von daher passt das alles. Ja, keep it real. Jetzt fahren wir noch zum Realo. Und gucken mal, ob es da ein bisschen Spielzeug gibt. Vielleicht gibt es ja was von Krieg der Sterne, ne? Obwohl, eigentlich kann ich mir schon wieder gar nichts mehr holen. Ich habe auch wieder irgendeinen Kram gekauft, aber egal. Bisschen was am Hunten dran. Ne? Das war aber eigentlich so, als wäre man noch im Trödel gewesen. Das ging alles noch. Ich filme auch die ganze Zeit gegen die Sonne. Macht ja nichts, ne? So, ich mach mal aus, die Autofahrer gucken schon. Aber wann die Regel? Obwohl, hier ist noch dieser Burg bei. Geil. Das Viech sieht ganz geil aus. Das ist echt ganz cool. Aber nicht für das Geld. Nee. Das ist mir einfach zu happig. Nee, das ist zu. Ja, meine Freunde, hier ist nicht wirklich was. Hier ist Star Wars. Das hat sich erledigt. Dafür hat der Herr Minister Testbier geholt und ich einen Zeichenblock. Essen haben wir auch schon. Mm. Da gibt es ja nochmal die leckeren Plastikburger, die sind auch nicht so schmierig wie sonst. So, hab ich was gefunden, wa? Aber Star Wars ist hier glaube ich nicht mehr. Schade. So, dann werden wir jetzt nochmal die Treppen des Todes erklimmen. Ne? Rocky-mäßig. Und dann nach Schmiff. Vielleicht, aber ich glaube, wir kommen da gar nicht rein. Wir werden es gleich sehen. Genau, wir testen das mal, ob wir da reinkommen. Halt! Das ist ja gerade mal auf der Hälfte, weißt du, aber macht das schon schlapp. Hier, gegen die Sonne. Das sieht aber alles sehr tot aus da drüben. Da ist nothing. Nothing. Okay, hat sich erledigt. Nein, doch, doch. Mal gucken, was an der Tür angeschlagen steht. Ja. So, ich guck mir mal so lange das schöne Playmobil-Bild an. I love toys. So, der Minister hat mal gecheckt, was da los ist. Aber wir sehen ja, es ist nichts los. Er erzählt immer noch, das seht ihr dann beim Gorminister auf dem Video, ne? Die Hintergründe und so weiter, ja. Guten Tag. Guten Tag, auch hier? Ja. Ja, ja, wieder hier in der heimischen Gorministerhöhle. Da sind die Teschken oder so. Der hat ja ein bisschen eingekauft, das zeigt er dann auch noch. Das seht ihr alles bei ihm wieder auf dem Kanal, ne? Und ja, ich zeige gleich auch mal kurz die Sachen, die ich eingekauft habe. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Bierverköstigung heute anstehen.
wir hätten noch ein Spiel zu spielen. Wir haben ganz viele Püppchen zum Auspacken. Und ja, das seht ihr dann in einer anderen Galaxis. So, auf zum Bier. Ein Bier? Was für ein Bier? Kronen schmeckt's. Des Gore-Ministers und des Zitz. Kleine Beute. Sieht man nämlich hier, machst du Biertest und dann haben wir hier Schaum, Geruch und Geschmack. Und hier trägt der Gore-Minister Zahlen an und hier der DSD. Und hier wieder Gore-Minister und DSD, ja, ne? Guck mal, das heißt nämlich 666 und DDD. Ja. Was auch immer. Ja, weil wir professional sind, ne? Ja, wir also, sind total professional. Handtuch habe ich dabei, falls ich wieder ein kleines Bäuerchen machen muss. Wir hatten heute mit der Dark Side hier. Ich lass mich überraschen. Ich hab schon wieder Gänsehaut. Das ist mir egal. Ne, Biertest und Püppchen auspacken. Thundercats. Das kommt ja auch noch dazu. Das wird heute richtig donnern, ihr Katzen. Ja. Ihr Kätzchen. What the fuck? Das Schlachtfeld ist aufgebaut. Wir testen jetzt Bier und packen die. Die Donnerkatzen aus. Ich hab schon vom ersten Bier einen leichten Darmdruck wieder. What? Ess jetzt mal so eine saure Gurke und mal gucken, was passiert. Mein DSD, du darfst hier ruhig Kacke gehen. Dann, huch, jetzt habe ich das Bier umgeschmissen. Gut, dass das zu war. Das werde ich auch wahrscheinlich. Wenn ich hier schon über den Tisch spucken kann, weiß ich, kann ich hier auch mal einen Pudding in eine Schüssel legen. Ey. Bah, lecker. So, zwei Püppchen später, zwei Pülleken später. Ja, das erste Bier war schon heftig mit 7,7%. Das war jetzt so, ja, Plörre. Das war nicht so. Wie gesagt, guckt euch den Biertest an. Aber, ja, wir machen ja weiter. Und, was sagt denn der Gore-Minister zu den Getränken bis jetzt? Also das erste, dieses Pilsener Bock Dunkel irgendwas, das war super. Das fand ich echt lecker. Ja. Aber dieses Pilsener Urquell... Ja, aber da sind wir eh wieder eigentlich gleichen Geschmack. Du hast schon recht. Aber ey, das habe ich ganz vergessen in dem Biertest-Video, nämlich, weil dafür ging das. Sonst, was habe ich gesagt? 5 Punkte, ne? Weil beim Brinkhoffs, da zieht sich mir alles zusammen. Also, das tut mir leid, auch für meine Freunde, die immer Brinkhoffs trinken, ne? Aber. So, und wisst ihr, was auch schön ist? Das seht ihr ja im anderen Video nicht. Auf einmal sind fast die Akkus von der Kamera leer. Das ist ein Gore-Ministers Kamera. Nein, doch. Oh. Endlich passiert das auch mal am anderen. Aber ich hatte es heute Mittag schon auf unserer Toy-Tour. Direkt nach, eigentlich beim Vorwort ist es schon 10-mal abgekackt. Von daher, ich kacke heute nur einmal ab, Alter. So, dann wollten wir gerade wieder eine Figur besprechen. Habe ich die in die Hand genommen, ist direkt das Bein abgebrochen. Ja, super. Ganz, ganz toll. Scheiße. Na denn, Prost. Ja, aber dann habe ich wenigstens eine mit Appenbein. Ich hole ja eine neue. Juhu. Das ist... Guckt euch das an. Ich zeige euch jetzt beides hier auf dem Tisch. Hier ist komplett... Ich habe es in der Hand gehabt und zack. Zack. Ist so ein Bein ab, Alter. Gibt es doch nicht, wa? What? Heftig. Und ich schwöre dir, du hast nichts gemacht. Ich schwöre. Also ich wollte den ja nur in Position mehr. Aber guck mal, das ist auch so. Ich trau mich hier gar nicht. Das ist, dass du das Bein jetzt so... Ich habe ja vorhin noch, also im ersten Teil... Brauchst du nicht rechtfertigen, das ist einfach scheiße. Nein, aber vorhin gingen die Beine ja vernünftig. Weißt du, wo wir noch meinten? Mit Kugel und Scheibengelenk und zack ist das Bein ab. Das ist ja heftig. Das ist echt gut. Das ist, ne? Ja, das ist einfach rausgebrochen. Thundercats! Ja, nicht Thundercats. Ja, Pink und hast du nicht gesehen? Ja, wer hatte welches Glas? Wir sind ja hier wie bei den Hütchenspielern, wisst ihr? Immer so, zack, zack, da ist das Glas. Wer trinkt als erstes? Prostata, Tirallalei. Ach, das war das, was du im Links geholt hast, ne? Oder waren die anderen eigentlich auch jetzt? Das waren keine Geschickten, oder was? Das war? Nee, das war das einzige. Das war das Darkside da, ne? Das Gute bis jetzt halt. Geholt. Stimmt, wir waren ja noch im Keep It Real und haben noch nach Püppchen geguckt. Ach stimmt, so. Der Gore-Minister sich ja übrigens das Krieg der Sterne-Spiel geholt, ne? Mit General Tarkin. Zeig das mal. Ja, wie gesagt, für einen Zwanni mit der Figur. Kann man das sehr machen? Cool.
Aber dank Mr. Malfan habe ich ja auch das deutsche alte, also das Originale. Da war keine Figur bei, aber alle Karten. Hihi. Ich habe ihn kurz zusammengebaut und beim Gauminister, ja, geht's weiter. So, ich habe den Biertest bestanden, nicht gespuckt, aber da tun wir gleich nach. Wir sind ja noch lange nicht fertig heute, ne? Nee, wir haben noch Püppchen. Wir haben ja noch richtig Programm, von daher haben wir jetzt in dem hier Testding noch einen Kronen drin. Und stimmt, der Gauminister hat die ganzen Pinks und Prostatas. Komm, einen müssen wir jetzt hierfür haben, Alter. So, Prostata. Pinktata. Na denn, Prost. Prostata. Ja, ich trinke heute langsam. Habe ich euch schon gezeigt. Es gibt Figuren, da brechen einfach die Beine ab. Gut, dass das nicht vom Krieg der Sterne war, Alter. Aber, ja. Die ist die, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen herbe, auch wenn jetzt 5 Euro nur das Bein gekostet hat, ne? Aber, ja, jetzt sich einfach mal so ein Bein hinzustellen, ist auch, ich weiß nicht, so Oberschenkel, Unterschenkel, das war's. Da hast du jetzt nicht viel Spielspaß mit, ne? Aber, ja. Aber ich zeige euch das mal eben hier nochmal aus der Nähe halt so. Also, das ist echt komisch gebrochen, Alter. Jetzt guckt mal hier. Ich dachte in dem anderen Video, das wäre ja ein Kugelgelenk. Huch, das war der Biertest. Man konnte es ja auch bewegen, aber du hast hier wirklich nur diese Schall. Ach, guck mal, das ist so ein Y-Dings, weil das hängt hier direkt an dem anderen Bein. Anderen Bein. Ey, das ist jetzt nicht wahr, ne? Ey, das ist doch jetzt echt, Alter, bitte. Ist das andere Bein auch mal gut? Ja! Nein. Ich hab so gezeigt und dran gedrückt, Alter. Das ist doch nicht wahr. Doch, doch. Ey, jetzt mal ohne Kack, Alter. Warte mal. Dieses Y wieder. Das bewegt sich ja nur, also so jetzt, rauf, runter. Und die Stellen, die sie, guck mal, die sehen ja auch fast komplett gleich aus. Also diese Bruchstellen halt. Das ist ja der Hammer, Alter. Aber ein bisschen... Da, das war hier mal das Knochenloch, da sieht das Kackloch, Alter. Das ist ja echt der Knaller. Das ist echt ganz mies. Das ist also. Da kriege ich noch niemals mehr einen richtigen Rülpser raus, weil das ist ja. Vor allen Dingen, ey, gerade noch auf Vorsicht. Das ist doch nicht wahr. Wenn ich jetzt den Kopf noch bewege, fällt der Kopf auch ab. Das ist wahrscheinlich das Action-Feature an dieser Figur. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. So, den He-Man packe ich jetzt nicht an, aber. Wir wollten ja einen Vergleich machen, ne, zu den Muskeln noch. Habe ich gefilmt gerade. Ja, das ist sehr gut, siehst du? Ja, das seht ihr alles beim Gauminister. Und zum Glück habt ihr nicht, doch, ihr habt ja gesehen, das kann alles nicht wahr sein. So, ich esse noch hier so ein Stück Pizzabrötchen und dann trinken wir noch einen Schluck Bier. Kronen schmeckt's. Und dann kommen wir zum Merman. Merman. Hoffentlich packt ihr jetzt die hier nichts mehr an. Ich pack noch niemals mehr Bier an, Alter. Ey, das eine Mal spuck ich über. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ne, das ist ja auch das Geilste. Wenn sie von dem da am meisten haben, halt, kann ich ja morgen eh einen neuen kaufen. Aber das muss ja einen Grund haben. Wir können ja morgen mal nachfragen, halt. Ne? Wir sprechen die einfach mal drauf an. Wir bringen die einfach mal mit, die Figur. Und zur Not können wir denen ja die zwei Ausschnitte zeigen, wie das bewegt worden ist und das direkt abgebrochen ist. Aber ich kaufe diese gedamagte, Alter. Ich baue mir die zusammen. Ich will ja eh. Alter, was ist bei uns? Was verkauft ihr für einen Schrott? Was verkauft ihr für einen Schrott? Geil, direkt so richtig Bambule machen, Alter, und so, weißt du, ey. Nein, Comicland ist cool, Alter. Also. Na, Bambule wie bei den Javas machen. Genau. Was verkauft ihr uns für einen Schrott? Martini, Alter. Ja, da ist noch. Siehst du, da wird trotzdem gearbeitet. Egal, ob die Gliedmaßen auf Erde liegen, alles geschlachtet ist. Ich meine, zum Glück ist es ja jetzt nichts, dass es jetzt sowas Teures war, aber es ist halt einfach ärgerlich. Es ist einfach scheiße, das kann natürlich passieren besoffen, aber selbst, glaube ich, Cap Knobi passiert sowas nicht, wenn er was in der Hand nimmt. Der hat noch nie was bei mir kaputt gemacht. Da fällt zwar öfters ein Bier um, aber das war's auch. Das ist doch Humbug! Humbug! Aber ey, ich nehme das Ding zweimal in der Hand, will gerade noch zeigen hier, wie kacke das mit dem kaputten Bein war. Zack, ist das andere auch ab. Hier. So ein Kack, Alter. Das ist ja echt... Egal, ich wollte schon immer mal so eine Figur haben. Wie gesagt, ich hole mir jetzt auch die ganze Wave.
Und dann fangen die an zu sammeln. Ich will nämlich diese Creatures haben und Vehicles. Und aber der sieht auch ein bisschen aus wie so ein Gin aus der Flasche, ne? Von den Ohren und so, finde ich. Wie in so Zeichentrickfilmen, so. Ist halt schade, dass er nicht auf seinen eigenen Beinen stehen kann, aber... Ja. Kacke. Das kommt, trink mal noch ein Bier. Da. Eine Kasse. Ja, geil. So, super. Ja, so kauft dir jetzt die Figuren, weißt du? So. Och, da ist mal was abgebrochen. Ist egal. Ich kauf dir die ab. Ja, ja. Ist egal, billig. Jetzt auch nur noch 1,50 €. Nein. Ja, morgen einen neuen, Alter, ja toll. Das war natürlich jetzt ärgerlich, ey, aber... Aber du hast ja noch einen eingepackt zumindest, ne? Wenn wir morgen den anderen da, dann ist doch wieder gut, Alter. Das ist immer alles gut, Mann. Und vor allen Dingen wird dann der Gore-Minister den hier alleine auspacken und wahrscheinlich niemals bewegen und mich da auch nicht mehr ranlassen, aber... Das ist, ja... So. Ich hab schon an so viel herangelassen. Hab ich schon eine saure Gurke gegessen? BU-Doppel-T. Budweiser. Wir machen jetzt nochmal hier die Ergebnisse von heute, ne? Und für die Statistik. Und dann gehen wir an Merman, a.k.a. Stinkor. Das weiß ich sogar. Oh. Ah, da habe ich wieder was. Da kann ich wieder glänzen wie Thieler Stab. Oder war es doch... Oder war es von der anderen, der Stab? Ich weiß es nicht. So. Ich trinke jetzt... Jetzt trinke ich Bier. Na denn, Prost. Ja, das Störtebäcker hat nämlich gewonnen. Das hat 36 Punkte gekriegt. 27 und 9 sind 36, ja. Wir sind eure Experten, wir, ne? Wir haben ja ganz klar das Schwarze da, ne? Das Bockschwarz hochgelassen. Das haben wir gut, aber das hat im Schaum halt verkackt. Das war im Schaum nicht gut. Ja, man muss halt in allem gut sein. Schaumparty oder nicht, ne? Ja. So, Merman. Schön der Meeresschaum. Oh, den wollte ich früher mal. Was gab's da immer? Weil wenn du das Wasser blau machen konntest in der Badewanne. Fenialer, nein, da gab es von Fahr oder so immer diese Literflaschen. Boah, die habe ich immer eine halbe Pulle da reingekippt in eine Badewanne und dann lief der Schaum schon über der Wanne rüber und so. Geil. So, jetzt Bierschaum und Merman. Wir schauen. Wanda. So hört sich das von der anderen Seite an. Ja, herrlich, Alter. Merman. Ich sag dir, Alter. Das ist ja sehr interessant, ne? Das ist ja heute ein Abend aus 10 Jahren, wie viele Videos der Gore-Minister da so rausmachen kann. So, dafür, dass ich dem Herrn Minister ja die eine Figur kaputt gemacht habe, kriege ich jetzt noch einen Masters-Comic. Jetzt geht's mit He-Man bei mir los, weißt du? Ich hole mir ja auch noch jetzt Thundercats. Ich habe ja jetzt schon einen zum Customizen halt. Und mal gucken, wenn ich mir morgen vielleicht dann doch noch eine andere dazu kaufe und ich die auspacke, wer weiß, was mit der passiert. Ja, da zeige ich euch nochmal hier den He-Man-Comic. Und der Gore-Minister hat noch so ein altes Masters-Magazin. Ich hoffe ja, der macht mal ein Review darüber, dass man das mal durchblättert. Sonst mache ich das irgendwann. So, Bier trinken. Da ist immer noch Merman am Start. Willst du das machen? Ich würde das gerne machen. Durchgucken, durchlesen halt und so. Da, bei dir, bei mir, wie auch immer. Ja, wir lesen das bei. So, das seht ihr dann aber im Extra-Video, ne? Da mache ich dann ein Extra-Video von. DSD liest auf 6 Flaschen Bier. Aber die Pose ist geil. Guck mal, das ist ein Satz, wenn man Püppchen filmt. Ich weiß gar nicht, ob ich die drauf habe. Geil. Guck mal hier. Ey, und ich weiß, weil damals, die haben ja dieses normale Papier gehabt halt, ne? So dieses Papppapier halt so. Was so dicker war, oder nicht? Ja, das war auf jeden Fall dicker. Das war immer so... Ja, wie so Schulbücher oder Malbücher, dieses Papier. Das war Digger. Ja, ja. Man weiß ja, im Ruhrpott heißt Digger was anderes. Ich kann doch niemals diesen Song, Alter. Bevor ich mich jetzt doch noch übergebe, gucken wir jetzt Thundercats. Ich hoffe, da bleiben die Arme und Beine dran. Ne? Die starken Katzen aus dem All. Geil, Weltall. Ich trinke noch ein Bier und ja. Ich sag mal auf die Thundercats, ne? Auf die Thundercats. So, wir machen gleich auch hier abschalten. Behinderte Schwein. Also für euch. Das Auge von Fakira wird euch alle erwachen. Ja. Wenn ihr eure neue Heimat. Ohne Beine keine Kekse nehmen. Wie heißt das? Ja, der Herr Minister brät. Ne? Jetzt gibt's gleich noch Hähnchen hier.
gebratenes Hähnchen. Schönes T-Shirt, ne? Ich finde die Farbe ja geil. Ich mag ja blau, auch vom Zustand. Ja, Hähnchen. Das riecht auch schon fast fertig. Das flattert heute nicht mehr. So, noch ein Stück Bier, ne? Prostata. Gott unter Kronen. Die Krone der Braukunst. Wir gucken noch ein bisschen was von Krieg der Sterne. Dann essen wir noch was und dann trinken wir noch ein Bier. Und dann melde ich mich gleich aus dem Dunkeln, wenn ich nach Hause gehe. Wir haben auch schon 2 Uhr nachts. Ich muss mit 5 Uhr warten. Sie ist eine von uns. Also werden wir sie nicht dort zurücklassen. Niemals. Tschüss. 6,5 Stunden später. Ja, wie immer noch ein kleines Nachwort, ne? Sozusagen Nachtgedanken am nächsten Tag aber. Gorminister und ich wieder und täglich grüßt das Sammeltier. Wir fahren nochmal zum Comicland, da mir gestern da so ein kleiner Stunt passiert ist. Und dann holen wir nochmal, hol ich nochmal 9 halt und vielleicht kriegen wir ja auch was zu hören. Was auch immer. Also wir gehen nochmal Comicland und tauschen den sozusagen aus. Beziehungsweise ich habe ja dann den gedamagten. Und da mache ich eine Special-Figur raus. Pack das gar nicht mehr rein. Ich habe es ja gestern auch später probiert, aber. So, liebe Freunde, nachdem das Bein auch wieder abgerissen ist, ne, und ich weiß diesmal nicht, sage ich jetzt ja, tschüss. Es ist mittags, aber. Fürchterlich. Ja, ist ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Auf den Ärger erstmal noch hier ein Export und dann ist tschüss angesagt. Tschüss. Aber jetzt gucke ich bestimmt wieder auf den Geschmack. Ich gehe noch in die Stadt. Genau so aus. Ja, hol den ruhig raus. Hol den nochmal raus. Ich hol ihn mal eben raus. Das ist doch noch nicht zu Ende. Wartet mal. Das ist ja echt ein Unding, Alter. Und das nehmen wir auch mal hoch. Ist genau der gleiche Bruch. Tatsächlich, ne? Weil guck, wenn du hier reinkommst, ja, klar. Hier in das Loch, ne? Und da. Ja, ja. Das ist genau. Du siehst genau die Kante. Das ist genau. Sollbruchstelle ja, oder so? Sollbruchstelle ist das bestimmt nicht. Ja. Wie heißt denn das? Ja, aber das sieht genau so aus. Ja, abgewichst. Also. Ja. Ah, gut. Toll, dann weiß ich, ja. Unglaublich, ey. Welches Bein ist denn jetzt von wem? Ich glaube, das macht ab dem Punkt auch. doch, das ist sehr wichtig. So, jetzt aber jetzt. Schon. So ist das mit dem Püppchen, ne? So, ich gehe jetzt noch ein bisschen Graffitis gucken. Das seht ihr dann auch wieder auf dem anderen Video, ne? Und wie gesagt, unser komplettes Unboxing seht ihr eh beim Herrn Minister. Mit dem Biertest. Ja, ich sag mal, Kron schmeckt. Ich höre mich jetzt auch viel nüchterner an als vorhin noch, ne? Als wir alles ausgepackt haben. Komisch. Die Magie des Filmschnitts. Kronen schmeckt. Ach. Aber ich habe auch ein ganz anderes Shirt an. So, ping. Oh. So, tschüss gesagt. Jetzt reicht's. Hier, sag nochmal tschüss. Tschüss. I love toys.